So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und ja, es ist tatsächlich wesentlich schlimmer geworden. Also ich habe mir jetzt mal so die Aufnahmen verglichen und meine alten Aufnahmen mit der Version 1.43. Da hatte ich wirklich in den Aufnahmen fließende, also da habe ich einfach mal so Frame für Frame durchgeskippt. Oder was auch immer. Und da waren wirklich, also jede Frame war auch eine Unique Frame, also wirklich 60 FPS. Und jetzt bei den Aufnahmen hier, da habe ich das immer so, eine Frame ist ein neues Bild, nächste Frame ist auch ein neues Bild und dann ist aber 2 Frame lang das gleiche Bild. So total, nicht mal so durchgehend 30 FPS, sondern immer so kurz 60 FPS, dann gar keine, dann wieder 60 FPS, dann gar keine. Also ganz kurios. Das ist irgendwie komisch. Auf geht's. Deswegen never change a running system. Updates sind Kacke. So, Autobahn frei, sehr gut. So, und Autopilot. Wäre noch schöner. Tempomat meine ich natürlich. Jetzt gerade geht's wieder. Das Spiel ist komisch. So, wir haben noch ganze 550 Kilometer vor uns. Mit der Fähre fahren wir nicht, ne? Genau. Jetzt geht es einfach nur noch asphaltierte Strecke bis nach Hululu. Das Witzige ist bei dem Sprichwort, den Ort Hululu gibt es halt wirklich, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wo der ist, aber irgendwo in Amerika, glaube. Oder? War es überhaupt Amerika oder war es irgendwo in Europa? Ich habe keine Ahnung. Was halt geil wäre, ist, dass wenn man die Kamerasteuerung, die Maussteuerung aktiv hat, man trotzdem einfach auch mit A und D einfach trotzdem lenken kann. Ja? Gerade wenn man so Außenansicht hat, ist es halt mit Tastatursteuerung halt wesentlich einfacher. Aber einfach umschalten geht halt auch nicht. Da musst du halt jedes Mal ins Einstellungsmenü und da dann erstmal deine Settings ändern und dann, ich meine, so viele Klicks sind es jetzt auch nicht, ja, aber nervend wäre es trotzdem. Vor allen Dingen, ne, jetzt so, während man einfach mit der Kamerasteuerung, mit der Maussteuerung fährt, ist halt die A- und D-Taste sowieso komplett unbenutzt. Das heißt, man könnte sie trotzdem einfach weiter benutzen. Also, weiß ich nicht. Sehr suspekt, das Ganze. Finde ich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen fahren wir jetzt mal in ungewohntem Gebiet hier. Schönes Ding, du. Sieht ja auch schon fast aus hier wie so Steppengebiet, ne? Also so nicht mehr ganz so bewaldet wie jetzt typisch Europa, sag ich jetzt Bitte mal. Also links vor allen Dingen abbiegen. Deutschland. Ist ja hier auch schon eher so grau, gräulich. Ne? Gerade hier so die ganzen Berge und so. Ist schon ganz schön viel trockener Sand, der da so an den Abhängen herunter abhängt.
Sind wir in Amerika? Habe ich das falsche Spiel gestartet? So, wir werden schon wieder ganz schön müde, sehe ich gerade. Unser Bett ist schon wieder auf Halbmast. Ach ja, eigentlich schon eine schöne Gegend hier. Hier kann ich mal gucken im Einstellungsmenü, ob sich hier bei der Grafik irgendwas verändert hat mit dem Update. Das ist noch normal. Helligkeit, okay, das kommt neu hinzu. Startwiederholrate, okay. Okay. Vertikale Synchronisation, das können wir direkt mal deaktivieren, das braucht keine Sau. Skalierung. Kantenglättung ist deaktiviert, Bildschirm deaktiviert, Sonnenstrahlenfarbe. Das ist hier auch noch alles normal. Ja, nee, also irgendwas Besonderes zugekommen ist jetzt hier nicht. Mal gucken, ob es jetzt mit dem vertikale Synchronisation besser wird. Warum muss er für sowas das Spiel neu laden? Verstehe ich nicht. Hey, rockert noch genauso. Ah, nee. Ruckelt noch genauso. Dann lasse ich das mal wieder aktiv. Energiesparend. Was auch immer das heißen soll. Jutchen. Oh, nee, ist genau gleich. Ah, gut. Sehr suspekt. Bitte links. Aber teilweise fühlt es sich richtig so an, wie wenn der LKW kurzzeitig langsam mal fährt. Ist doch nicht normal. Die haben das Spiel kaputt gemacht, die Schweine. Ich kann ja mal gucken, ob mittlerweile noch ein neues Update rauskam. Ne, weil es gibt ja nicht nur die Version 1.44, sondern es gibt ja dieses 1.44.1.1.1.500. Und wer weiß, vielleicht gibt es jetzt 1.1.1.501. Und da haben sie jetzt alle Probleme behoben. Kein Licht mehr durch die Kabinendecke, kein Stockern mehr und alles. Baustelle, lol. So, wir sollten mal irgendwie versuchen, mal nach rechts zu kommen. Wenn da nicht immer so viele Autos wären. Ah. Hä? Jetzt sag ich schon wieder nach links. Och, leck mich doch. Ist doch nicht wahr. Ah. Immer die gleiche KG. Ich bin ja schon links. Alter, sieht aber auch geil aus. Alter Schwede. So diese ganzen verschlungenen Autobahnkreuzungen, so durchs Urwaldgebiet hier. Naja, nicht Urwald, sondern eher so steppenähnliches Waldgebiet. Ist schon extrem geil.
Not bad. Bitte links halten. Tja, ich guck mal kurz, sagen wir kurz. Bei der Grafik, wenn ich hier unten die Sachen. Ich meine, das ist ja eh nur nachts, ne? Ist ja tags gar nicht. Texturqualität dürfte gar kein Problem sein. Spiegelsichtweite soll es eigentlich auch. Ja, wobei in den Foren haben sie immer geschrieben, dass die Spiegel sehr viel Rechenleistung ziehen, warum auch immer. Das heißt, vielleicht sollte ich da mal vielleicht doch ein bisschen weiter runter gehen. Spielqualität, was auch immer das bedeutet. Okay. Reflexion, Spiegelungsdetail, Vegetationsdetails, Grasdichte, Größe, Schattenextra. Das müssen wir noch höher machen können. Hier müsste es noch ein Ding Ultra geben oder sowas. Weil das ist ja nun wirklich nicht hoch. Was 4 als hoch gilt. Das ist ja eher normal, Maximum. Ich will mal gucken, gespannt, ob das Ganze jetzt schon etwas besser geworden ist. Ach, jetzt muss er nicht neu laden, klar. Okay, ja, doch, der Rückspiegel sieht jetzt wesentlich schlechter aus. Aber die Mikro-Ruckler sind noch nicht wirklich weg, oder? Ah, mal gucken. Mal gucken. Ah, nee. Gerade eben war schon wieder so ein Mikro-Ruckler mit dabei. Darf nicht so geil. Boah, Alter, die King sieht halt so geil aus hier. Digga. Das sieht echt schon nicht schlecht aus. Ja, weil doch ein bisschen besser geworden ist es schon. So spürbar. Besser geworden auf jeden Fall. Ah, nee. Schon wieder Mikroruckler. Warum sind hier Ampeln zur Hölle? What the fuck? Da war da gar keine Kreuzung. Und eine Stelle zum Umdrehen war da auch nicht. Das heißt, wenn er rot wäre, dann würde man da festsitzen. Danke dafür. So, die Schranken macht man doch normalerweise hinter die letzte Abfahrt. So kommst du doch gar nicht mehr raus. Na, wenn du da stehen bleibst, hinter dir kommen noch 20 Fahrzeuge und dann folge die Schranke zu, bist du da und keine Ahnung, was dann. Dann muss man warten, weiß nicht, bis der Grund, warum die Schranke noch immer runtergegangen sind, wieder vorbei ist und das bringt gar nichts. Ja gut, lass ich das mal so. Dann lasse ich es erstmal bei den 8 Folgen und dann warte ich mal mit den Let's Play, bis die nächste Version rausgekommen ist. Weil das ist ja so nicht schön. Ich meine, ja, okay, es war spielbar irgendwo, aber das ist nicht das, wie ich es kenne. Das ist ja hier wirklich traurig anzusehen. Ja, ne, bei der Performance-Schraube, da müssen sie echt nochmal drehen. Das funktioniert ja gar nicht hier. Ich meine, ja, okay, klar, es ist schon 4K, irgendwo ist richtig, aber pff, das sollte bei der Grafikkarte überhaupt kein Problem sein, Digga. Und ich meine, es war ja auch kein Problem bei der Version 1.43. Da lief das Spiel ja butterweich. Also an der Grafik kann es nicht liegen. Sondern die haben hier im Spiel scheinbar irgendwas verhunzt.
Oder irgendwas gemacht, was jetzt mit Wine nicht mehr klarkommt. Kann ja auch sein. Wieso fahre ich eigentlich links? Kann das mir mal jemand sagen? Sollte ich nicht eigentlich rechts fahren? So, der hinter uns wird eh gerade langsamer. Na gut, die vor uns aber auch. Ja. Dann versucht er nochmal diesen Schwertransporter da vorne zu überholen. Und dann ziehe ich mal auch nach rechts. Post dort schon. Hat denn so ein Biohazard-Symbol drauf oder was? So, wie man das darstellen soll. Was soll das Symbol bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Fällt da gerade jemand runter oder was? Dass dieses schwarze kreuzähnliche Ding sieht aus wie so ein Mensch, der gerade runterfällt. Was soll der? Sehr suspekt. Sehr suspekt, das Ganze. So. Da sehen wir mal wieder nach rechts. Sieht die wirklich aus wie in Amerika, ne? Also diese extreme Steppe hier überall, ist 1:1. Gut, die Autobahn, ne, die hätten dann nicht so viele Leitplanken, aber so von der Geografie der Umgebung her ist das. Komme ich mir gerade wirklich vor wie ein ATS. Was für alle Tanken Sprit steht, ne? Also, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich meine den American Truck Simulator. Und dann alle tanken Sprit. Das ist ein anderes Spiel. Das ist, ja. Jo. Was? Also meine S-Taste, die scheint ja, die Bremse hier, die scheint ja echt gut zu bremsen und so. Oh, hallo? Er fällt noch weiter rückwärts. Du, hinter uns ist auch noch Verkehr, ne? Weißt du schon, ne? Hier einen Blick ausmachen. Oh. Ja, also selbst wenn die da bremst, ist echt komisch. Wenn du S drückst, dann bremst du erst so super leicht. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment versucht, erstmal die Motorbremse zu aktivieren, warum auch immer. Aber er bremst erst super leicht. Aber wenn er dann anfängt zu bremsen, dann wird er auf einmal super schnell, super stark. Und wenn er denn die S-Taste loslässt, dann bremst du immer noch 3 Stunden weiter. Ich meine, klar, im Echten hast du auch einen Verzug, weil du hast halt eine Luftbremse. Aber das Problem ist halt hier, also, oder anders gesagt, im Echten hast du halt den Vorteil, du musst die Bremse ja nicht komplett durchdrücken. Ja? Du kannst ja die Bremse wirklich dosiert einsetzen. Aber wenn du die Bremse drückst, dann bremst du ja auch eigentlich gleich sofort sehr stark. Aber zum einen fällt das hier halt weg.
Ich war kurz zu schnell. Und zum anderen halt, hast du halt das Problem, dass wenn du halt bremst, du halt, ne, du hast halt nur die S-Taste. Das heißt, wenn du bremst, dann gleich komplett. Und das ist halt damit, dass halt die Luft komplett rausgelassen wird. Und er braucht halt erstmal ewig, bis er wieder Druck nachgepumpt hat. Und deswegen ist natürlich hier mit dieser Steuerung, wo du halt nur komplett bremsen kannst oder gar nicht bremsen kannst, müsstest du es echt ein bisschen anders regeln, weil so ist die Bremse halt echt komisch zu bedienen. Ja. Wenn du bremst, bremst du erst gar nicht. Wenn du nur ein bisschen bremsen möchtest, dann bremst du auch erst nur ein bisschen, bremst dann aber auf einmal viel zu stark. Aber wenn du halt relativ langsam fährst und bloß ein bisschen abbremsen möchtest, dann bremst du dich komplett runter. Gerade rangieren ist mit der Bremse echt schwierig. So, ich schalte mal wieder mein Tempomaten ein. So. Ich freue mich schon, wenn ich vielleicht mir irgendwann mal vielleicht so ein Pedalenset hole oder irgendwie zumindest so ein Tisch-Joystick, womit man dann halt Gas geben kann und bremsen kann oder so, keine Ahnung. Da steht ein Hubschrauber in der Luft. Weil das mit diesen W und S drücken, also mit diesen W und S steuern, hat schon manchmal echt seine Nachteile. Das ist noch nicht so ganz so geil. Day. 120 Kilometer. Schaffen wir noch voll in der Folge, ne? Geil. Yay, und dann können wir endlich alle Kredite abbezahlen. Krass. Weil wir waren ja 37.000 irgendwie, ne? Ich glaube ja. So, der hinter uns wird beträchtlich langsamer. Da können wir ihn mal nach rechts ziehen. Hä, ist aber schon 5%. Ach so, klar, sind die Reifen, ne? Stimmt ja. Ja, 5%. Alter, aber 4% Fahrwerk und so. Alter. Da kriegst du ja alles. Da kriegst du ja Bandwürmer, kriegst du da. Nee. So, wir brauchen mal wieder das hier. So, genau. 56 Stunden haben wir noch Zeit. Ja, easy. Da schaltest du mal auf den ersten Gang runter, gell? Einmal ins Neckentempo, bitte. Schlafen müssten wir auch. Ja, stimmt, ganz ehrlich, wenn wir 26 Stunden noch Zeit haben, dann. Ich glaube mal, die nächste Raststätte gehört uns, ne? Wann kommt die nächste Raststätte? Die kommt da vorne direkt. Sehr geil. Wobei die ist so ein bisschen. Kann man jungfrau schlafen? Auch nicht so geil. Nee. Na doch, dann fahren wir hier rein. Easy. Hopp. Lass uns loslegen. Geilomato. Bei der Menge an Restzeit, die wir noch haben, warum nicht? Warum haben wir eigentlich so viel Restzeit? So lang war doch die Strecke gar nicht. Und zu schnell gefahren sind wir auch nicht wirklich. Also, gut, ich bin einmal 110 gefahren, aber das waren 2 Minuten Maximum. Also da sollten wir jetzt nicht so viel Zeit irgendwie aufgeholt haben. Oder die planen die Strecke damit, dass man die wirklich überall mit maximal 80 km/h lang fährt. Das kann natürlich auch sein. Du weißt halt nicht, wie diese Restzeit berechnet wird. Ob die wirklich einfach für jede Strecke festgelegt wird, einfach irgendwo, wo man mir das nicht vorstellen kann. Ich schätze mal schon, dass es irgendwie berechnet wird. Nach irgendeiner Formel. Und diese Formel scheint dann wohl irgendwas entweder sehr locker zu nehmen oder nicht zu berücksichtigen oder dies, das, Ananas. Aber auf jeden Fall haben wir mehr als einen Tag Reserve. Das ist schon, kann man schon mal einfach mal Tag blau machen. So, wir müssen runter. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Ausfahrt rechts. Was? Was war denn das gerade? Kreditrate in Höhe von 5. Es ist 13 Uhr. Wo wurden die nicht immer 15 Uhr, 12 Uhr bezahlt? Oder werden jetzt jede Stunde bezahlt? Boah, Alter, ich will diese Stockern hier. Eieiei. Doch nicht mehr normal. Machen Sie eine Kehrtwende. Deine Mutter macht eine Kehrtwende. Jetzt lass mich pennen hier. Rainer. So, wollen wir ein bisschen so. Denn hier so schön. Yay. So, lalala. Und so. Da. Und es ist natürlich Nacht. Weißt du was? Achso, die halt. Mal gucken. Ah, 16 Stunden. Ja doch. Komm. Was? Was? Nein. Hä? Was? Wie wo? Ich will schlafen. Was? Momentchen mal. Ah. Suspekt. So. Let's go. Aber noch 7 Stunden Zeit. Passt doch. Wir brauchen gerade noch 40 Minuten. Alter. Einfach mal 20 Stunden gepennt. cool. Sowas im Echten müssen wir noch mal machen. Einfach mal 20 Stunden lang durchpennen. Danach bist du einfach ausgelaugt wie so ein Lappen. Digga, alleine ich, ja, wenn ich 10 Stunden schlafen würde, ich würde halt am Tage zu gar nichts mehr kommen. Ich meine, ich habe es heute schon wieder gemerkt, ne? Also 9 Stunden Schlaf ist für mich auch schon hart. Aber 10 Stunden ist ja doch schon, ne, nochmal eine andere Liga. Aber dann 20 Stunden schlafen, Digga. Man könnte mich für die restliche Woche einfach wegschmeißen. Das Weil es würde halt auch gar nicht gehen, ne? Nach 10 Stunden schlafen, du könntest gar nicht mehr schlafen. Du würdest die ganze Zeit nur noch wach im Bett liegen, die Augen nicht zu bekommen. Und dann am Ende wärst du dann noch mal müde. Nimm die Ausfahrt rechts. Route 9. Ist so, gerade gesehen. Zum Ende hat er viel zu stark gebremst. Diese Stockern hier geht überhaupt gerade hart auf den Sack. Okay. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja gut. Ich werde mal gucken. Wie gesagt, ich glaube mal mit den nächsten Let's Play von ETS. Warte ich denn, So, hab den Blicker die ganze Zeit an. Warte ich denn bis zum nächsten Update, weil das ist hier so unspielbar. Biege nach rechts ab. Das macht ja so keinen Spaß. Ich werd mal vielleicht noch privat ein bisschen spielen mit der neuen Version. Gucken, ob es vielleicht an OBS liegt. Weiß ich auch nicht, aber OBS kann eigentlich nicht das Spiel zum Stockern bringen. OBS kann ich nur selber zum Stockern bringen. Au. Nicht umfallen, nein, nicht umfallen. Bleib stehen, bleib stehen. Nein.
Braver Junge. Hey. Ja klar, ich hänge mit der Stoßstange im Schild. Verarschen? Das müsstest du auch fixen. Dass, wenn du irgendwo gegenfährst und du eine Stoßstange vorne dran hast, dass du dann mit der Stoßstange hinter dem Objekt auf einmal sein kannst und dann nicht mehr rauskommst. Das geht ja so auch nicht, hallo? Fertig ja. Zum Losfahren. Ja, da war ich natürlich schon drin. Super. Perfekt gespeichert, würde ich mal sagen. Also die letzten 5 Minuten nochmal machen. Oh Gott. Eieieiei. Ich hab gar keinen Bock mehr. So, let's go. Zeit zu gehen. Was? Digga, was ist hier los gerade? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. So. Bitte machen Sie meine Kehrtwende. Oh, Alter. Weil es ist ja nicht nur so, dass er irgendwie stockert, sondern ich habe auch das Gefühl, dass wenn er stockert, der LKW nach dem Stockern irgendwie langsamer wird in-game und dann wieder schneller wird. Keine Ahnung, ob er irgendwie versucht, das Stockern auszugleichen oder irgendwie sowas, aber wenn ich viel stockert, fühlt sich der LKW danach ultra komisch an. Jetzt gerade auch, ihr habt ja gesehen, als ich um die Ecke rumgefahren bin, da war er relativ langsam. Und wurde dann aber auf einmal wesentlich schneller, obwohl ich gar nicht das Gas betätigt habe. Irgendwie, das ist sie alles nicht so ganz geheuer. Alles nicht so ganz geheuer, du. Da kriegt sie direkt Angst. Komisches Spiel. Sehr, sehr komisches Spiel. Ja, komm, fahr vorbei, zieh vorbei. Danke. So, 40 Kilometer wieder. Okay. Eieiei. Die Schattentextur setzt hier im Cockpit, sieht halt ultra komisch aus. Ah ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So. Wieder ist der schöne Kreisverkehr hier. Finden. Wieso denn?
Das wird die Route doch so angezeigt. Jetzt bin ich verwirrt. Was macht der denn da? Weil der einfach rechts abbiegen und sagt, nö, doch wieder nach links. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Hab gerade die ganze Zeit durchgeblickt, ne? Naja. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Naja. Das müssen wir mal nochmal üben hier. Mit dem Blinken. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. So. Wer hat jetzt Vorfahrt? Ich habe keine Ahnung. Überall steht Stopp. Aber wenn überall Stopp steht, wer hat denn keinen Stopp? Ach, guck mal. Der Dent ist kein Stopp. Ach, warte mal. Ach, Leute, jetzt leck mich mal. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Schon wieder angeeckt. Ist mir gar nicht. Biege nach rechts ab. Ii, Vico. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So. Wäh. Gut eingeparkt. Bumm. Und? Oh, er hat schon gesprungen. Gut, wir haben auch fast verfolgt dafür gebraucht für die Strecke. Das war schon ganz schön, aber ey, ich meine, immerhin. So, dann als allererstes mal hier die beiden Dinger hier weg. Ja. Und ja. Bam. Endlich sind wir kreditfrei. Krasse Scheiße. Raus aus den Schulden. So geht das. Genau. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Okay, komm, wir machen jetzt mal Folgenpause an der Stelle. Speichere ich mal nochmal. Fahren. So, genau. So, und dann. Ja. Wollen wir das auch mal wirklich beenden? Ja, will ich. Würde ich mal sagen. Mache ich noch 2 Folgen oder nicht? Weil das mit dem Stockern ist schon echt. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so geil. Ich meine, ich habe die alte Version noch da. Ich könnte also wirklich mal probieren, ob es sinnvoll ist, die alte Version wieder zu nehmen. Das ist eine gute Frage. Mal gucken. Auf jeden Fall erstmal war es das für diese Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.